ja tatsächlich spontan und relativ spontan ein Auto gekauft. Ich habe ein Angebot bekommen und habe mich dann wirklich verliebt in, boah, geil, muss ich haben, und habe dann einfach spontan gekauft. Werde den jetzt schön fertig machen. Wir werden den schön Picobello Taco machen. Da werde ich den ein bisschen fahren und dann gucken wir mal. Wenn einer kommt, will haben, verkaufen wollen, wenn nicht, dann nicht. Auch gut, ich zeige es euch mal eben. Zack! E90 M3. Da ist er. Ein wunderschönes Auto. Alle haben zu mir gesagt, Franz, behalte den E90, verkauft den E92. Nein, ich behalte erstmal beide. Und wie gesagt, wenn dann irgendwann das Ding jemand haben will, vielleicht inseriere ich den auch, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber ich erzähle euch erstmal ein paar Sachen, die ich an dem Auto erstmal machen muss. E90 M3, US-Modell. Die Räder, die drauf sind, sind Fortistar F14. Die kommen wir jetzt gleich runter, die habe ich schon verkauft. Da kommt ein Original M3 Competition-Radsatz drauf, die haben nämlich keinen TÜV. Das Auto ist ein US-Modell, sprich, ich muss noch die deutsche Zulassung machen. Hatte vorne rechts mal einen Schaden, habe ich auch die Dokumentation von, also die Bilder, wie es aussah, war jetzt nicht wirklich schlimm, aber hat auf jeden Fall vorne rechts mal einen kleinen Unfallschaden. Dementsprechend wurde das natürlich alles lackiert vorne, aber ihr könnt sehen, da sind schon wieder ein paar Steinschläge und so. Wir machen das Ding picobello. Ich habe schon eine neue Stoßstange bestellt bei BMW. Warum? Xenonlicht, keine Scheinwerferreinigungsanlage. Ne? Muss ja rein. Also neue Stoßstange kommt drauf. Neuer Frontspoiler aus Carbon kommt drauf, GTS. Haube, Kotflügel, wird alles neu lackiert, alles anständig gemacht. Neues Fahrwerk kommt rein oder Federn, weil die Federn, die drin sind, die sind ohne Zulassung. Klar, aus Amerika, kommt auch rein. Ansonsten sieht der so picobello aus. Das ist wirklich ein sehr geiles Auto. Neue Rückleuchten, also die Seitenrückleuchten habe ich auch schon bestellt bei BMW, weil die blinken ja rot. Ich brauche es ja in Deutschland mit orangen Blinkern. Ein sehr schönes Kraftwerk. Bei uns ist hier E90 Party, E92 Party, guckt es euch an. Geil, oder? Ansonsten ist der wirklich schön, ja? Also er ist jetzt auch gepflegt, ne? Kann man nicht sagen. Guckt es euch an. Ist ein Facelift, wie ihr an Rückleuchten schon sehen konntet. DKG. Sieht wunderschön aus. Was hat er auf der Uhr? 100. So. 100. 176.000 Kilometer. Die Tachoscheiben werde ich wahrscheinlich auch noch ändern in EU-Tachoscheiben, also ohne die Meilen. Aber ansonsten steht der eigentlich so echt gut da. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Aber ich möchte ihn perfekt haben. Wirklich keine Kosten und Mühen gespart, um das Auto perfekt dastehen zu lassen. Also wie gesagt, neue Feder kommen rein. Competition-Räder kommen drauf. Stoßstange vorne kommt neu. Scheinwerferreinigungsanlage wird nachgerüstet. GTS Frontspoiler Carbon kommt. Dann werde ich das Lenkrad beziehen lassen mit Alcantara. Es ist ja abgenutzt, ne? Damit ihr es mal seht. Also es ist jetzt nicht, Moment. So, also es ist jetzt nicht irgendwie Kacke oder so. Wird alles neu gemacht. Na, gucken wir mal, dann melde ich den an, dann fahre ich den. Warum nicht, ne? Kann ich mal E92 fahren, mal E90 fahren. Und dann, ich habe es bei Instagram gepostet. Folgt mir auf Instagram, Franz Simon Drift, ne, privat. Ich habe schon auf Instagram gepostet, ich habe so viele Anfragen bekommen, ja, ich will ihn kaufen. Wie gesagt, gucken wir mal, ob wir ihn überhaupt abgeben oder nicht, denn ich finde den einfach total geil. Ich hätte auch gerne die Räder drauf gelassen, weil ich finde, das sieht so gut aus, leider halt ohne Zulassung. Und ohne Zulassung ist das ein Problem. Mehr gibt es gar nicht zu sagen, es ist ein kurzes, knappes Video. Wir müssen nämlich das Auto jetzt reinfahren. Ach ja, klar, Lagerschalen mache ich natürlich auch noch neu. Die sind zwar angeblich bei 150 gemacht worden, aber ich vertraue dem Ganzen nicht. Also mache ich die Lagerschalen lieber selber. Das Auto wird picobello taco. Ja? Und ich finde es geil, wie viele Leute mich noch angesprochen haben. Boah, E90 M3. Ne? Ich finde auch so hinten, ne? Das sieht einfach viel besser aus als beim E92. Ne? Die breiten Kotflügel und so, das ist schon mega. Mir gefällt das sehr, sehr gut. So, jetzt gibt es noch vielleicht ganz kleinen Carporn. Am Ende des Videos, das war's von mir. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.